Wir haben gerade eben gesungen, ich schaffe Raum für dich. Alles, was ich will, das bist du, Herr. Und ich möchte auch ein Stück weit über das Thema heute predigen. Ich habe einen Bibelvers heute rausgesucht aus dem Philipperbrief. Und der steht in Philipper 3, ab Vers 10 möchte ich lesen. Und ich glaube, da ist schon eine große Fülle drin und es ist auch ein bisschen herausfordernd für uns. Zumindest geht es mir so. Ich lese einmal ab Vers 10. Paulus schreibt da, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Und wir erinnern uns, wir haben gerade gesungen, alles, was ich will, das bist du, Herr. Paulus sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Thema das Ziel vor Augen. Und ich weiß nicht, wie sportbegeistert ihr so seid. Ich habe in meiner Jugendzeit viel Sport gemacht, habe Basketball gespielt. Und im Moment kann man ja Bundesliga wieder schauen. Wir hatten gerade Fußball-WM der Frauen. Vielleicht hat das der ein oder andere verfolgt. War nicht so glorreich, habe ich dann festgestellt. Wir sind dann da auch ausgeschieden. Also Deutschland ist ausgeschieden. Meine Frau guckt Tour de France immer. Das läuft ja auch immer im Sommer so. Ne? Die schaut das gerne und die Kinder schauen dann auch mit. Und man kann so alles Mögliche an Sportevents gerade im Sommer gucken. Leichtathletik-WM fängt demnächst an. Und ich weiß nicht, was dich so beschäftigt, vielleicht Tennis oder bist du auch wie ich eher basketballaffin oder keine Ahnung, Handball. Es gibt ja allerlei. Ich glaube, wenn Paulus heutzutage hier wäre, ich glaube, der hätte das auch mitverfolgt. Ich glaube, der wäre auch, wenn er hier wohnen würde, eher dem HSV zugeneigt vielleicht oder Kiel oder so, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, Paulus war ein Sportfan. Paulus war irgendwie sportbegeistert. Zu seiner Zeit gab es ja schon die Olympischen Spiele. Es gab auch in Korinth sowas Entsprechendes. Die isthmischen Spiele, die waren ein bisschen klein, aber ähnlich aufgebaut. Da gab es dann Wettlaufen, da gab es mit Pferden so eine Rennen und dann hast du gerungen auch miteinander. Da gab es Boxkämpfe und alles Mögliche. Und ich denke, das hat ihn sehr geprägt. Und alle anderen zu seiner Zeit auch, denn wenn man jetzt gerade so die Paulusbriefe liest, dann sind da ganz, ganz viele Bilder aus dem Sportbereich zu finden. Also das benutzt er sehr, sehr viel. Er wirkt wie so ein richtiger Sportbegeisterter und bringt das den Lesern auch irgendwie bei. Ich habe euch mal ein paar Sachen rausgesucht, im ersten Korintherbrief zum Beispiel, das ist Kapitel 9, da gibt es ganz viele solche Beispiele. Da schreibt er, ich kämpfe wie ein Boxer. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Also nicht wie so ein Schattenboxer, sondern wie einer, der gewinnen will. Wie einer, der siegen will. Wie bei diesen Wettkämpfen. Oder an Timotheus schreibt er dann im zweiten Timotheusbrief, ich habe den guten Kampf gekämpft. Also ich bin kein schlechter Boxer, ich will nicht Leute platt machen, sondern ich habe einen guten Kampf gekämpft. Darum geht es mir. Den Lauf vollendet. Ich bin im Glauben treu geblieben und nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Der Siegeskranz, das war zum Beispiel in den Spielen bei Korinth, das war so der Gewinner hat einen Siegeskranz bekommen, so einen Lorbeerkranz. Heutzutage hätte Paulus wohl geschrieben, ich erwarte den Pokal der Gerechtigkeit oder die Medaille der Gerechtigkeit, das wäre so das Entsprechende. Und in unserem Bibeltext für heute im Philipperbrief, da zeigt uns Paulus nun das Glaubensleben eines Christen
Und zwar anhand des Bildes von einem Rennen, von einem Wettlauf, so eine Art der Lauf des Glaubens. Und wenn wir in diese ganze Sportwelt reinschauen, so wie er das macht, dann ist das ja mit einer Frage verbunden: Was willst du gewinnen? Oder bei einem Lauf jetzt, bei einem Wettlauf, wo willst du hin? Was ist das Ziel? Was willst du erreichen? Wir waren jetzt gerade vor 2 Wochen auf Jugendfreizeit mit ein paar von unseren Jugendlichen hier aus der Gemeinde, und bei jungen Leuten, da, die haben ja ganz konkrete Vorstellungen teilweise von Dingen, die sie noch erreichen möchten. Das eine ist, sie wollen die Schule irgendwie überstehen, weil da stecken sie drin und das macht auch Mühe, gerade heutzutage macht es Mühe, und das wollen sie irgendwie überleben und da irgendwie rauskommen und am besten auch mit guten Ergebnissen, das wollen sie erreichen. Oder dann einige wollen einen Freund haben oder eine Freundin haben, also einen festen Freund haben, vielleicht auch Richtung Familie, einen Partner fürs Leben, so das sind so Dinge, die noch erreichen möchten, Ausbildung, Studium, das Abschließen, vielleicht die Welt sehen. Manche waren die ganze Zeit hier in Elmshorn und wollen einfach mal raus. Ne? Das ist noch, das steht noch aus. So. Bei einigen ist ein konkreter Berufswunsch schon angepeilt. Die wollen dann Arzt werden oder die wollen irgendwas mit Menschen machen oder so. Und der Gedanke hinter einem Ziel, der ist ja in der Tat, es steht halt noch was aus. Da ist noch was zu erreichen. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich zufrieden bin, sondern da muss noch irgendwie mehr kommen. Man ist noch nicht angekommen. Es fehlt noch etwas. Bei Paulus, wenn wir uns mal sein Leben so angucken, ich finde das sehr interessant, man kann Predigtreihen über Paulus machen, bis zum geht nicht mehr. Ein ganzes Jahr kann man sich nur das Leben von Paulus anschauen, weil der wirklich ein Vorbild auch ist, aber aus einer Situation rauskommt, also aus einem Lebensumfeld, was ja gar nicht immer so super war. Der hatte auch Ziele im Leben, und das bringt er manchmal auch so zum Ausdruck. Er ist ja ein Pharisäer gewesen, und das war damit verbunden, dass er sehr, sehr viel Kraft und Zeit in Ausbildung, in seine persönliche Ausbildung gelegt hat. Er hatte einen bekannten Lehrer, bei dem er gelernt hat, Gamaliel, und das war ihm wichtig. Das bedeutete Ansehen. Das bedeutete auch, dass er begabt war, begabt wurde, besser wurde in Dingen. Das Ding ist aber, wenn wir uns das mal so anschauen, an einem Punkt merkt er, okay, damit komme ich nicht weiter. Das hat mich irgendwie doch nicht so ausgefüllt. Er hat ja eine Begegnung mit Jesus auch. Und dann gibt es einen Ausspruch von ihm, der steht auch hier im Philipperbrief, und zwar ein paar Verse zuvor. Das ist in Vers 7, da schreibt er dann so rückblickend: Früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig. Meine Ausbildung, meine Abstammung und all das, wer ich war und was ich so erreicht habe. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Das ist eine ziemlich krasse Aussage eigentlich. Früher fand ich das wirklich wichtig, aber jetzt merke ich, das ist eigentlich wertlos. Andere Übersetzungen im Deutschen, die schreiben da, ich betrachte es als Dreck zum Beispiel oder ich betrachte es als Schaden. Wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, das Wort, was da steht, das könnte man ohne weiteres mit dem SCH-Wort beschreiben. Also nett ausgedrückt, Kot. Ich betrachte es als Kot. Aber das SCH-Wort trifft es eher. Es ist Mist, noch mehr. Es ist der letzte Mist eigentlich. Und das ist ja wirklich radikal. Weil wir alle haben so bestimmte Dinge, auf die arbeiten wir zu in unserem Leben, die wollen wir erreichen, und Ausbildung ist ja gut. Und wenn junge Leute sagen, ich möchte ein gutes Abitur machen, einen guten Realschulabschluss, einen guten Hauptschulabschluss, eine gute Ausbildung, ich will der beste Maurer aller Zeiten werden. Super. Paulus hatte ja auch einen Job, der war Zeltmacher, super. Aber jetzt kommt diese radikale Aussage und sagt, naja, wenn ich das jetzt mal so von meinem Glaubensleben aus betrachte, eigentlich
das hat mich nie wirklich weitergebracht. Eigentlich ist es eher Schaden. Es ist Mist. Es ist wertlos. Und es wirkt sehr radikal, aber ich glaube, wir sind ja hier so in dieser Sportanalogie, in einem Bild eines Wettkampfes. Wenn du dir einen Trainer aussuchen könntest, wenn du einen Marathon laufen möchtest, dann ganz ehrlich, dann willst du doch einen Trainer haben, der es wirklich ernst nimmt. Und Paulus macht gerade diese Aussagen zu einem sehr guten Trainer, finde ich, weil er sehr radikal ist. Weil er wirklich weiß, worum es ankommt, wenn du deinen Glaubenslauf bestehen möchtest. Und da macht er keine Abstriche. Und bei all dem, was uns dann auch so ein bisschen anstößig irgendwie darin vorkommt, ich glaube, bei Trainern in der Sportwelt ist das ähnlich. Die kommen manchmal mit sehr krassen Aussagen und dann haben sie ihre ganzen Trainingspläne und der normale Mensch sagt, boah, das würde ich ja nicht machen. Aber der, der laufen möchte, der gewinnen möchte, der diesen Marathon laufen möchte, der nimmt das an, weil er weiß, das führt zu einem guten Ergebnis. Und wenn du den Glaubenslauf bestehen möchtest, dann ist es ein guter Ratschlag von Paulus. Einfach mal auf das zu hören, was er so sagt, was er so erlebt hat, denn er hat eine Menge erlebt. Aber es ist radikal. Ja, und besser, du bekommst dann Ratschläge von jemandem, der es ernst nimmt, als wenn dein Trainer sagt, naja, so wichtig ist das nun auch nicht. Also müssen das jetzt auch nicht zu ernst nehmen mit diesem Lauf. So, ne? Also ich habe mich da persönlich auch nie wirklich rein investiert. Irgendwie wird das schon werden. Es ist besser, wenn jemand die Sache wirklich ernst nimmt. Paulus, der hatte ja eine sehr radikale Begegnung mit Jesus auch. Da will ich gar nicht so drauf eingehen jetzt. Ihr könnt das auch nachlesen in der Apostelgeschichte. Ab Kapitel 8 kann man so sein Leben so ein bisschen verfolgen. Das Ding ist aber, diese Begegnung mit Jesus, die war nicht das Ende, sondern die war der Startschuss für seinen Glaubenslauf. Das war der Anfang. Und dann begann das Rennen für ihn. Dann begann dieser Wettlauf, dieser Lauf des Glaubens. Und ich finde das ganz cool, denn der Startpunkt, der ist Jesus. Und das Ziel ist witzigerweise auch Jesus. Das ist ja das, was Paulus sagt am Anfang. Ich möchte Christus, ich möchte Jesus mehr erkennen. Ich möchte mehr von ihm verstehen. Und er war ja schon mitten im Laufen. Also das ist ja nicht so, dass er sagte, ich habe gar keine Ahnung von Jesus, ich würde gerne mal Jesus kennenlernen. Nee, der ist mittendrin. Der steht mitten im Glauben. Der ist wahrscheinlich so 20, 30 Jahre Christ schon, als er das hier schreibt. 20, 30 Jahre. Und trotzdem, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen, mehr von ihm, ihm ähnlicher werden, ihm nachlaufen, mehr von ihm. Und ich bin sehr dankbar, dass er dann auch so einen Ausspruch hat, das habe ich vorhin schon gelesen in unserem Bibelabschnitt hier, Vers 13, wo er dann sagt, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Er ist 20, 30 Jahre lang Christ. Ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Da steht noch was aus. Aber ich setze meine ganze Kraft in dieses Ziel ein, Jesus nachzulaufen, ihn mehr zu verstehen, ihm ähnlicher werden, ihn zu erkennen. Da ist ja ein Gedanke hinter. Da geht noch mehr. Deshalb diese Frage, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Wo willst du hin? Willst du Jesus mehr erkennen? Vielleicht nach 5 Jahren Christsein, 30 Jahren Christsein, 40 vielleicht, keine Ahnung. Ist das immer noch dein Ziel? Willst du Jesus nachlaufen? Wer schon mal gelaufen ist von euch, der weiß, Laufen ist ja kein Selbstgänger. So, ne? Also man muss schon ein bisschen was tun. Es geht hier auch so um einen Wettlauf, richtig. Und das ist mit Anstrengung verbunden.
Und auch der Glaubenslauf ist mit Anstrengung verbunden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Paulus solche Bilder hier benutzt. Das kostet einfach auch Kraft manchmal. Ich war in meiner Schulzeit, das ist schon ein bisschen her jetzt, da war ich ganz gut im Laufen. Liegt auch daran, dass ich so leicht bin, ich wiege gar nicht so viel. Und man muss nicht so viel bewegen. Ich war nicht so mega trainiert, aber ich kam immer ganz gut voran. Und wir haben damals in der Schule haben wir sowas gemacht, das nennt sich Cooper-Test. Das ist nach so einem Arzt, glaube ich, so ein Sportmediziner, der das erfunden, der hieß irgendwas Cooper. Und das kennen vielleicht einige von euch noch. Macht ihr sowas noch, hier die Jüngeren? Genau, den Cooper-Test. Also 12 Minuten laufen und dann gucken, wie viel hast du geschafft innerhalb von 12 Minuten. Und für mich war das immer ganz okay. So, ich kam ganz gut klar. Für andere war das ein bisschen mühsamer. Manche waren sehr gut trainiert. Für die war das gar kein Problem, 12 Minuten am Stück zu laufen. Ich habe auch mal, das war das höchste der Gefühle, dann sind wir mit der Schule nach Kiel gefahren und ich glaube, ich bin 10 Kilometer da gelaufen. Also kein Marathon, aber 10 Kilometer, so ein Stadtlauf war das. Ich glaube auch im Kontext so der Kieler Woche, keine Ahnung. Und ich habe es überlebt. Das war schon mal ganz gut. Ich war auch nicht letzter, ich war irgendwo in der Mitte, aber ich konnte auch nicht ansatzweise mithalten mit denen, die wirklich trainiert waren. Das klappte nun nicht. Und ich erinnere mich auch noch gut, als ich dann fertig war, dann habe ich erlebt, dass auch alle Muskeln sich verkrampfen können gleichzeitig und das Leben dann auch unangenehm sein kann. Aber ich habe auch gesehen, wenn man da läuft, wir sind da mit mehreren aus unserem Sportkurs damals hingegangen. Du läufst ja nicht alleine. Es gibt beim Laufen meistens Leute, die mit dir laufen. Das sind so die Mitläufer, ne? Nicht im passiven Sinne, sondern du läufst nicht alleine. Und ich habe dann auch festgestellt, gerade da in Kiel, du startest ja mit sehr vielen, waren mehrere hundert Leute, glaube ich. Naja, und man guckt dann auch auf die anderen, wie die so drauf sind, wie die so laufen, wie die das so mitmachen. Und das ist nicht immer nur gut, habe ich auch festgestellt. Das ist manchmal auch ein bisschen deprimierend, ne? Dann siehst du den neben dir und denkst dir, boah, der hat aber echt lange Beine. Ich glaube, der hat das viel einfacher als ich. Der ist schon allein von seinem Körperbau oder viel mehr geschaffen als ich. Und vielleicht ist das gar nichts für mich und so, oder der schwitzt ja noch gar nicht. Das haben die über mich dann immer gesagt, weil ich da nicht so bin. Dann lief ich neben denen her und die meinten, du schwitzt ja noch gar nicht. So, nö, geht noch, ganz gut so. Und für einige war das dann sehr deprimierend, weil alles lief so runter und ich lief dann so neben denen her. Oder so, der hat ja eine viel bessere Kondition. Ganz am Anfang war es auch, meine Güte, der hat ja ein richtig gutes Outfit. Der sieht ja richtig gut aus oder richtig professionell aus. Dann haben sie diese aerodynamischen Dinger dann an und wir halt einfach so in unseren Sportklamotten, wie wir halt als Jugendliche so Sport gemacht haben. Es war ja alles egal. Und dann stand daneben uns so ein paar Leute, die hatten dann diese engen Dinger an, wo du aerodynamisch echt, also da bist du luftschnittig wie sonst was. Naja, aber das kann einen schon deprimieren. Auch so der Gedanke, naja, seine Eltern waren auch schon Läufer. Ist ja kein Wunder, dass der das kann. Das gibt es im Glaubenslauf auch, falls einige das mal so ein bisschen mitgedacht haben. Du guckst manchmal um dich rum und bist auf dem Glaubensweg und denkst, boah, die anderen haben das alle viel einfacher als ich. Die sind viel besser ausgerüstet. Oder schon in der 8. Generation Christ. Kein Wunder, dass die das hinkriegen und ich habe so Probleme. Und bei mir ist das alles irgendwie anders. Und diese Gedanken sind, glaube ich, normal, aber trotzdem in diesem Bild des Laufens alle starten. Alle starten. Und alle laufen ins Ziel. Da sind zwar verschiedene Läufer, die sind alle irgendwie individuell, alle anders, haben andere Startvoraussetzungen, aber trotzdem, es ist derselbe Weg und es geht zum selben Ziel. Und im Glaubenslauf, alle sollen das auch erreichen und alle können das erreichen. Und es ist egal, was für ein Outfit du hast.
Es ist egal, was für eine Ausrüstung du mitbringst, ob du lange Beine hast oder ob deine Eltern auch schon Glaubensläufer waren oder deine Großeltern. Es ist tatsächlich egal. Denn das Ziel ist bei allen dasselbe. Das ist Jesus. Und er ist für jeden erreichbar. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, weil schon, wenn wir nach links und rechts gucken, manchmal sind wir so ein bisschen entmutigt vielleicht. Aber das Ding ist, da läuft jemand mit uns und der garantiert uns auch was. Nämlich, dass wir nicht alleine laufen. Es sind nicht nur die Leute um uns rum, sondern es läuft jemand direkt mit uns. Und das ist witzigerweise auch Jesus. Also Jesus ist Startpunkt, Jesus ist Ziel, aber Jesus ist auch mit dabei. Es gibt einen Vers auch hier in diesem Brief, das ist ein Kapitel zuvor, Kapitel 2, dann die Verse 12 und 13, das kennen vielleicht einige von euch. Da schreibt Paulus dann, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Selig werden bedeutet ja, dass ihr errettet werdet. Das bedeutet, dass ihr das Ziel erreicht, dass ihr zu Gott kommt. Schaffet, also bemüht euch, dass ihr das Ziel erreicht, so formuliere ich das jetzt mal um, dass ihr selig werdet. Aber strengt euch an mit Furcht und Zittern. Da ist ja schon Mühe mit verbunden und auch irgendwie, oh, ich muss tun und sowas. Das sagt Paulus hier und ein Vers später, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich habe mal eine ältere Übersetzung jetzt gewählt, das ist Luther, wie gesagt, weil die sehr bekannt ist. Und wir haben hier beides. Schaffet, dass ihr selig werdet. Also du musst laufen. Das ist Anstrengung. Du musst laufen. Aber Gott ist es, der beides in dir bewirkt. Dass du laufen möchtest, das Wollen, und das Vollbringen, dass du ans Ziel kommst. Das finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich sehr ermutigend auch. Gerade wenn wir um uns herum gucken und manchmal vielleicht die Sachen irgendwie mühselig aussehen und alle anderen das doch besser hinkriegen. Ja, du musst laufen, das ist mühselig. Aber da läuft jemand mit dir. Und er gibt dir das Wollen, dass du überhaupt läufst, dass du das Ziel erreichen möchtest. Und er vollbringt es auch mit dir zusammen. Wenn wir so auf der Rennstrecke des Glaubens sind, gerade bei Paulus sehen wir das, dann gibt es manchmal auch Hürden, einen Hürdenlauf, meinetwegen. Es gibt einfachere Zeiten, es gibt schwerere Zeiten. Paulus sagt so, auch hier in diesem Brief, ich hab Überfluss erlebt in meinem Glaubenslauf, ich habe Mangel erlebt. In diesem Bild ist das ja, ich hatte Rückenwind, ich hatte Gegenwind. Das ist Laufen für Fortgeschrittene auch, ne? Also Laufen mit Gegenwind oder Hürdenlauf, das ist schon krass. Das ist nicht das, womit man direkt starten sollte. Aber ein richtiger Läufer trainiert das auch, natürlich, weil den Wind suchst du dir nicht aus. Das passiert einfach mal. Und das ist das, was Paulus erlebt hat. Es gibt beides. Es gibt Laufen einfach, da hast du Wind von hinten, und es gibt Laufen in schwer. Kommt es von vorne und dann klappt das nicht mehr ganz so gut. Und wenn wir dann sowas hier in unserem Bibelabschnitt lesen, wenn er dann sagt, ich möchte lernen, was es heißt, mit Jesus zu leiden, das ist Laufen für Fortgeschrittene. Ich möchte besser darin werden, wenn auch mal Hürden kommen. Und zwar im Blick auf Jesus. Ich möchte das eigentlich machen, wie er das gemacht hat. Und Jesus, das war der Hürdenlauf, das war der Lauf mit Gegenwind. Aber ich möchte genauso wie er das auch können. Und Paulus saß zu der Zeit im Gefängnis, also der weiß, wovon er redet. Das ist Gegenwind. Das war nicht einfach. Und trotzdem, aus dem Gefängnis raus, sagt er, ich möchte das mehr lernen, mit diesem Gegenwind umzugehen im Glauben, mit diesen Hürden. Ich möchte das bewusst mehr lernen. Wenn du Hürdenlauf bewältigen willst, dann musst du mit Hürden trainieren, tatsächlich. Und ich finde es interessant, dass er das so formuliert. Weil Jesus Kraft gibt, durchzuhalten.
Und das ist das, was er erlebt hat, auch bei Gegenwind. Ihr könnt euch gern mal den Philipperbrief durchlesen, der ist nicht lang. Aber wir finden ganz viele tolle Aussprüche und Zusprüche von diesem Trainer Paulus, die uns wirklich weiterhelfen. Alles ist mir möglich durch Christus, ein Kapitel später jetzt. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Gegenwind, Rückenwind, Überfluss, Mangel, das ist der Kontext, in dem er das sagt. In unserem Bild ist es Gegenwind und Rückenwind. Beides ist mir möglich. Ist kein Problem. Ich kann mit Rückenwind laufen, weil Jesus mir die Kraft gibt. Und ich kann auch mit Gegenwind laufen, weil Jesus mir die Kraft gibt. Ich hatte schon gesagt, meine Frau, die guckt Tour de France manchmal. Das ist nicht so meins, aber ich habe da gelernt, dass es das Prinzip gibt, dass man im Windschatten von jemandem fährt. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Bei Läufern geht das, glaube ich, auch, aber das funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Aber wenn der Gegenwind wirklich stark ist, aber eine Gruppe von Radfahrern vor dir ist und du dahinter fährst, dann hast du es einfacher, weil die fangen diesen ganzen Gegenwind ab. Das machen die auch mit einer Person, deshalb fahren die immer in so Reihen dann, weil der Erste, der kriegt alles ab und dahinter sieht das deutlich einfacher aus. Und dann überholen die sich auch strategisch, also das haben die richtig eingeplant teilweise, damit man sich ein bisschen erholen kann, damit das ein bisschen einfacher ist. Bei Gegenwind brauchst du eine Gruppe vor dir. Das ist die Gemeinde tatsächlich in unserem Bild. Eine große Gruppe von Leuten, die mit dir auf dem Weg sind, die sich aber auch manchmal vor dich stellen können, wo du einfach mal mittendrin sein kannst, wo du es dann ein bisschen einfacher hast. Ich glaube, das ist wichtig, denn wir laufen ja nicht alleine dieses Rennen des Glaubens, sondern wir laufen ja zusammen. Unser Gemeindemotto übrigens ist gemeinsam auf dem Weg. Gemeinsam zum Ziel hin, nicht alleine. Und in Gemeinde ist das so, da ist man zusammen und manche laufen auch in ihrem eigenen Tempo so. Also in unseren Kindergruppen zum Beispiel, die haben andere Tempi als wir jetzt so, die Älteren. Auf unserer Jugendfreizeit hatten wir ein anderes Tempo, als die Kinder manchmal haben. Das ist normal, aber in jedem Fall läuft man zusammen. Und Läufer laufen besser, wenn sie nicht alleine laufen. Das ist mir auch in Kiel damals aufgefallen. Du guckst zwar um dich rum und manchmal ist das auch ein bisschen entmutigend, aber trotzdem kannst du dich gegenseitig anfeuern. Das ist Gemeinde, dass man sich gegenseitig auch mal Mut macht, dass man gegenseitig sich auch manchmal mitträgt, weil man ist ja auf demselben Weg, man geht eh in dieselbe Richtung. Dann kann man den einen auch mal mittragen zum Ziel hin. Bei anderen kannst du dir auch Sachen abgucken, kannst du lernen auch von. Der eine ist vielleicht wirklich gut im Hindernisse überspringen, weil er das schon häufig erlebt hat. Der ist da trainiert drin, ein anderer nicht. Dann lern doch von dem. Deshalb brauchen wir eine große Gruppe. Wir gucken uns Sachen ab. Vielleicht gibt es ein paar, die sind wirklich erfahren darin, bei Gegenwind zu laufen. Wie Paulus hier. Dann gucken wir uns Sachen davon ab. Dann lernen wir. Wir gucken uns Lauftechniken ab, wenn ihr so wollt. Es gibt auch einige von uns, die sind sehr diszipliniert im Glaubenslauf. Gibt ja schon manchmal ein bisschen Training, was man braucht und Sachen, die man vielleicht auch regelmäßig machen sollte. Manche sagen sich, nö, geht auch ohne. Aber einige, die sind wirklich diszipliniert in solchen Dingen. Das ist doch cool. Kann man sich was abgucken von. Manche, die haben das auch gut gelernt, auf den Trainer zu hören. Und ich habe jetzt Paulus als Trainer so ein bisschen gesetzt. Du kannst auch Jesus als Trainer setzen. Das ist mir egal an der Stelle. Aber manche haben es gelernt, mal von sich wegzugucken und Ratschläge mal anzunehmen. Mal zu schauen, was sagt denn jemand, der erfahrener ist? Was sagt Jesus zum Beispiel darüber?
Und manche haben auch gelernt, sich überhaupt helfen zu lassen, sich überhaupt mittragen zu lassen. Einige können vielleicht gut mittragen, aber andere müssen das auch mal lernen, sich tragen zu lassen. Und das ist das, was, wenn man in einer großen Gruppe läuft, diesen Glaubenslauf, das ist das, dieser Gewinn. Du kannst eine Menge lernen und du bist nicht alleine. Und zusammen bleibt man auf der Spur. Alleine kommt man eher mal vom Weg ab, weil das vielleicht nicht so klar ist. Die Masse zieht einen auch mit. Das ist so. Es gibt ja auch die, nicht nur die Mitläufer, es gibt ja auch die Nichtläufer. Im Glaubenslauf gibt es niemanden, der irgendwie auf Jesus hin will, aber nur Zuschauer an der Seite ist und nur Anfeuerer ist. Die gibt es nicht in diesem Bild. Es gibt nur Leute, die laufen oder nicht laufen. Und die, die nicht laufen, die haben andere Ziele. Die laufen nicht zu dem Ziel Jesus. Die laufen irgendwo anders hin. Wenn man denen folgt, kommt man nicht an das Ziel Jesus. Es geht gar nicht. Die laufen irgendwo anders hin. Die machen alles mögliche andere. Im Galaterbrief schreibt Paulus sowas. Da sagt er, naja, ihr lieft gut. Wer hat euch abgebracht davon? Ihr lieft eigentlich gut. Wer hat euch aufgehalten? Das ist das, was er sagt. Wer hat euch aufgehalten? Wie kann es sein, dass ihr mit einmal, obwohl ihr so gut auf dem Weg wart, dass ihr in eine andere Richtung gekommen seid? Wer war das? Das waren Nichtläufer tatsächlich. Deshalb ist es gut, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, die dasselbe Ziel hat, dass man gemeinsam auf dem Weg ist. Und ich glaube, es ist egal, wo du bist auf diesem Glaubensweg, in diesem Rennen. Es geht immer ums Weiterkommen. Deshalb mag ich unser Gemeindemotto auch, dass wir gemeinsam sind, aber dass wir noch alle auf dem Weg sind. Denn wie Paulus das sagt, mein Ziel ist es, Christus zu erkennen. Das ist mein Wunsch. Ich möchte mehr in diese Richtung. Ich bin noch nicht da. Da steht noch was aus. Und ich möchte euch noch mal zwei so kleine Aussprüche von ihm mitgeben aus dem Korintherbrief, auch Kapitel 9. Da schreibt er an die Leute dort, lauft so, dass ihr diesen Siegespreis gewinnt. Lauft so, dass ihr das Ziel halt erreicht. Oder auch ich, Paulus jetzt, ich halte mir stets das Ziel vor Augen. Und ich laufe mit jedem Schritt darauf zu. Das sagt ein erfahrener Trainer, Paulus. Ich halte mir das Ziel immer vor Augen. Ich halte mir Jesus immer vor Augen. Und ich laufe mit allem, was ich habe, darauf zu. Deshalb diese Eingangsfrage. Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Der Start ist Jesus. Damit fängt es immer an. Das Ziel ist auch Jesus am Ende. Auch im Himmel tatsächlich ist es Jesus. Aber die Kraft kommt auch von Jesus. Das ist der Grund, warum wir immer Jesus predigen. Weil Jesus alles ist, weil Jesus immer im Zentrum steht. Anfang, Ende und die Mitte auch. Und ich möchte jetzt mit uns beten, dass wir auf unserem Glaubensweg gut vorankommen und dass wir auch diese Kraft von ihm bekommen, dass er uns da ausrüstet, denn die brauchen wir. Und so wie Paulus das sagt, in beidem, alles ist mir möglich, durch Christus, der Überfluss und der Mangel. Mit Rückenwind laufen ist mir nur möglich durch Jesus. Mit Gegenwind laufen ist mir nur möglich durch Jesus. Wir brauchen Jesus. Ich bete mit uns, ja? Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben. Und ich danke dir auch, dass du zugänglich bist für uns. Und ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, auf unserem Glaubensweg, dass du uns losgeschickt hast und dass du uns auch erwartest und dass du mittendrin bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch die Kraft gibst, die wir brauchen, unseren Glaubenslauf zu vollenden und auch da, wo es schwierig ist, dass du uns da stützt
und immer wieder stärkst. Und ich möchte dich jetzt gerade um die bitten, die das im Moment nicht leicht haben, die vielleicht auch Zweifel haben, die nicht genau wissen, wo ist das Ziel, wo verschiedene Wege sind, wo man vielleicht auch mal umkehrt und in eine andere Richtung läuft. Ich bitte dich darum, dass du uns wieder zurechtbringst, zu dir, Herr, zum Ziel, und dass du uns Mut machst und Kraft gibst. Und ich danke dir, dass du da bist. Amen.